Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband 2 Seconds Later vom letzten Part. Ich mache einfach mal gleich weiter. Ja, da wird etwas angegriffen. Jetzt habe ich mehr verloren. Gut. Machen wir das retten können, beziehungsweise die anderen eher. Hotelbase ist kaputt, hä? Banditen jagen gehen. Oder ich glaube, man kann rein, hä? Oder mussten die gegen die Banditen? Ja, dann würden sie wahrscheinlich das Hotelbase die Quest beendet haben. 28, Hilfe. Oh, das ist aber auch ein schönes Dorf. Von allen gequetscht. Aber ihr müsst nachher sehen, was ich mir ein Dorf meine, wie das aussieht. Weil der Ding ist ganz nah. Der Dorfanführerälteste. Ich kämpfe einfach mal ein bisschen schlecht. Dann kommen einfach zu viel über. Wenn die Leute hier auch Ape bekommen, ist es besser. Dann bin ich, mache ich jetzt auch ein bisschen schlechter. Wir bekommen immer wieder mehr Ehre. Ich gewinne dann eher wahrscheinlich nur eins. Oh, ein Töpferwärchen. Gut. Klarguss. Wir sehen uns wieder. Gut, 300 Erfahrung. Ja. Ehre. Schön. Boah. Jetzt muss ich dem noch das Sono kaputt machen. Ich muss sie bankrott machen. Keine Zeit. Weil wir werden negativ in Suna, wir müssen positiv bei Suna werden. Das ist relativ schwer, weil die Quests von den Gildenmeister so schwer sind. Beziehungsweise einfach nicht gut genug, dass ich sie einfach machen will. Sie sind meistens sehr nervig. Und deshalb sind ja nicht, ja, sind sie nicht so schwer. Okay, wir gehen mal das Banditenlager. Das ist langsam ein bisschen öde hier, wenn überall Leute durchkommen. Lasst uns Banditen jagen gehen. Lasst uns Wildschweine jagen. Das sah wie eine Frau aus, der ohne Bart. So mager. Der sieht aus wie ein Verräter. Mit seinen Augen, die ihn ausstechen. Der hat irgendwie einen falschen Bart. Sterbt nicht alle. Was sind die? Wo ist er? Da oben ist einer. Mal kurz schauen. Ist nur noch der. Der stirbt einfach. Okay, der hat eine Zweihandaxt. Ich habe aber auch eine Zweihandaxt. Ich habe eine Bardische, die ist tausendmal besser. Ah, da sind zwei oder drei. Die sind jetzt gerade gespawnt. Oh, voll die Hand aufgeschlitzt.
Das macht man so, so richtig BANG! Der andere ist wenigstens ein bisschen ausdauernder. Da haben wir noch zwei, einen haben wir jetzt noch. Jamira, ja! Oh nein, nicht ganz in die Fresse, hey! Und jetzt? Dort vorne. Es reicht langsam. Ich finde Banditenlager immer am nervigsten, weil die Gegner einfach immer wieder rausspawnen und nichts machen. Also, warum können die Beschützer nichts machen? Die sterben ja immer. Voll die Füße abgetrennt, also die Beine abgetrennt. Da oben noch? Da. Psst. Ich finde Bogenschießen irgendwie richtig komisch. Lol. Du musst schon vorwärts kommen. Muss halt rechts durch. Hey! Das war frech. Mein Pfeil war schon im Fluge und du killst ihn einfach zuvor. Größten Schrott bekommen wir hier. Also jetzt gehen wir zu diesem Dorf, hä? Ilianta. Zuerst nach Suno kurz. Ich habe euch von den Steuern gebracht, hä? Elite-Schwertkampf. Oh, ja, sieht cool aus. Stärke. Ist halt schlecht, wenn man nicht Plus bekommt, aber ich muss irgendwie Athletik sowieso nehmen. Und hier machen wir ja wieder Bogenschießen, also endlich besser werden. So. Was, der Milzer? Ist das arm. Ich mach die Quest schon wieder nicht, hä? Ist die bald vorüber? Nein. Okay. Sind nervig, diese Bringer-Quests, aber sind einfach am besten. Ja, dann hier mal verkaufen, hä? Ich habe fast kein Geld mehr, scheiße. Marktplatz, Waffenhändler. Die geben mir einfach kein Geld. Die sehen immer so wertvoll aus. Langbadisch. Was ist der Unterschied? Ah, Stangenwaffe. Okay, stimmt. Kurz nach Lindia. Linda. Oh Gott, der ist dieser Name. Linda. Ich sage Linde. Hallo Linde. Wie geht's? Schauen wir es an. Sieht nämlich richtig schön aus. Ist halt ein bisschen, ja, provinzialer, aber ich mag das holzige Zeugs. Und der ist nämlich gleich in der Nähe. Dann nervt dieses Zeugs nicht. Muss das sein? Ja, ich muss es machen, weil die Quest ist relativ abhängig, wie das Dorf denn auch
sich gegen Banditen jagen, also kämpfen kann und wird dann weniger angegriffen. Beziehungsweise von besseren Banditen. Oh, schau. Oh, Mann, du bist viel zu stark. Hey, viel zu stark. Hey, au! Hey, lass da! Lass da! Pfeife. Oh, sexy. Nicht schlecht. Dafür kostet sie Zeit, diese Quest. So. So, jetzt bin ich aber wirklich eine Frau. Pfeife. Ich klopp dir einfach mal kaputt wie eine Sau. Das habe ich mal einer Dorfbewohnerin von meinem Dorf im Real Life gesagt. Und sie hat dann gesagt, hey, red nicht so. Du musst den Schweinen, also du musst den Schweinen dankbar sein. Dann sage ich, was? Dankbar fürs Fleisch? Es ist langsam wirklich ein bisschen schlimm, was die Vegetarier und so Tierschützer gerade so ein bisschen machen. Die Schweine sind schon seit Jahrtausenden Zuchttiere, die einfach fürs Wohlergehen des Menschen sozusagen wichtig sind, und ich bin halt ein halber Bauer. Nein, ich bin gar kein Bauer mehr, aber ich bin noch nie Bauer gewesen, aber ich kenne das von den Bauern, dass die halt einfach so etwas machen müssen sozusagen, und sonst gibt es ja auch kein Schweinefleisch. Und deshalb bin ich ein bisschen anders eingestellt als andere. Die Schweine haben halt ein Scheißleben sozusagen, aber denen helfen könnte ich jetzt irgendwie auch nicht irgendwie. Die wissen es wahrscheinlich auch nicht mal. So. Los, alle, Angriff. Aber sofort. Der Shavi. Du hast noch ein Hemd an. Also ich muss unbedingt Vassal werden, aber eben erst wenn wir das finanzielle Gesicht haben. Der scheiß Truppen von mir blockiert mich. Wieso sterbt ihr so oft? Könnt ihr nichts? Seid ihr zu schwach? Der blutet extremst im Gesicht. Ich frage mich, ob ich irgendwie einen Beta-Test von Bannerlord bekomme. Aber ich mache ja keine Werbung, deshalb werde ich es nicht bekommen. Aber eigentlich habe ich richtig Lust auf Bannerlord langsam. Ich bin so ein bisschen fraglich eingestellt, weil machen die das wirklich jetzt auch bugfrei? Tja, man weiß es nicht. Was war das jetzt gerade für ein Bug? Beziehungsweise Doppel Reset oder so. Pff. Ah, nein. Nicht Getreide holen, das ist immer so riskant. Wir gehen jetzt noch diese Quest abgeben. Ja, was macht ihr? Immer fliehen. Hey. Kämpft wie Männer. Diese Frau da ist besser als alle Männer in diesem Spiel. Okay, dann haben die noch ein bisschen Upgrade. Ja, ich finde irgendwie, das Spiel hätte viel besser sein können. Das hätte richtig Erfolg haben können.
Eventuell werde ich hattern und das bessere Spiel machen. Wenn das irgendwie 30, 40 Leute nicht hinkriegen, dann weiß ich nicht, ob ich das alleine hinkriegen werde. Ich wollte ja schon Minecraft nachmachen. Naja, nachmachen nicht. Ich will es ganz anders machen, aber auf jeden Fall besser. Ich habe mich so aufgeregt gestern. Bei euch hing vorgestern oder so. Vor allem, nein, es war gestern für euch, weil ich ja täglich jetzt wieder mein Blatt hochlade. Auf jeden Fall habe ich noch nie über ein Kampfsystem mich so aufgeregt wie bei Minecraft, beim neuen Minecraft. Das ist einfach schlimm geworden. Ich bin dreimal gestorben durch Unfähigkeit des Kampfsystems, weil es in Spinnennetzen nicht funktioniert. Man kann das Spinnennetz auch nicht zerstören. Ein Spinnennetz, das ist so zäh, das mit meinem Schwert und für 5 Schläge braucht und immer wieder zurückgesetzt wird. Das ist das Schlimme. Das Kampfsystem hat nur noch zurücksetzen, also diesen Push von den Gegnern setzt einen immer wieder zurück. Das sollte aufgegeben werden, weil wenn du zurückgeschlagen wirst im Real Life, dann wirst du auch nicht aufhören, deine Attacke weiterzumachen. Du wirst einfach zurückgestoßen. Beziehungsweise vielleicht ein bisschen gestoppt, aber nicht zurückgesetzt. Und das sollte realistisch sein, die haben so etwas von angefiebert, dieses Update. Ja, das neue Superkampfsystem. Wo ist dieser Idiot? Ist er sicher irgendwo eingesperrt in einem Gefängnis? So, wie geht es um Buja? Oder war es der Bache, der so hoch war? 0, ja, so war der Bache. Dann, wie geht es der Bache? Zum Buja habe ich das letzte Mal immer geupgradet, also beliebt gemacht beim alleinigen Spielen ohne Let's Play. Ja, 15. Oh, ja, ich weiß. Das sieht so cool aus. Aber ich kann jetzt gerade Fähigier nicht helfen gut, sonst würde ich auch bankrott gehen. Ist aber versteckt, hä? Das ist ja relativ leicht. 6 Stück. Truli? Ich bringe eine Botschaft. Perfekt. Du hast irgendwie ein komisches Banner. Wie Amerika, einfach ohne das Blau-Weiße. Jetzt müssen wir hier Rinder bestellen. Rinder klauen. Ich finde alles so schön, die Dörfer hier in Vegir. Ach, 5. Schlimm. Ich glaube, man bekommt jetzt keiner mehr, gell? Sich ab, los, lauf, schneller, vorwärts. Jetzt kommt sicher der König so, bitte, werde denn, also beschützt unser Dorf, ihr habt euch so gut gemacht. Und wir können es vergessen mit den Svadir. Pferd. Da oben. Das ist ja das schlechteste Dorf. Da kommt man fast nicht hoch. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ah,
Es war relativ schwer für mich am Anfang, was richtig zu treiben. Es ist relativ leicht. Einfach schauen ein bisschen, dann könnt ihr es auch. Gut. Noch kurz zu Wim schauen. Jo. Dann gehen wir wieder zurück nach Svalien. Darf ich kurz schauen, wie viel? 23, also 5 haben wir bekommen für diese Quest. Gut, muss ich mir irgendwie merken, was ich überhaupt nicht kann. Wenn ich sage, ich muss mir etwas merken, dann merke ich es nicht. Nur wenn ich irgendwas richtig cool finde oder so, dann merke ich es auch sofort oder nach dem Sagen. Du musst unbedingt sehr werden, weil du musst überleben. Sonst hilfst du mir ja nicht. Ja, machen wir bei dir werfen. Wieso nicht ein bisschen Steine hinwerfen? So, jetzt muss ich noch kurz schauen hier. Du bist Ausbilder. Ausbildest Intelligenz. Und du wirst stärker. So. Ist das Zweihand? Mach doch Zweihand, bitte. Ja. Okay, dann haben wir eben den Cheremus noch kurz. Ist doch Cheremus gewesen, oder? Ja. Du brauchst eine bessere Rüstung oder so irgendwas. Ich hab nichts mehr. So. Dann haben wir hier alles. Und gehen mal kurz durch die Nordlande. Ich will kurz schauen wegen den Banditen hier, ob die viele Banditen haben. Weil dann helfe ich denen. Und sonst gehen wir halt wieder zu unseren Banditen ins Wadi. Es ist ein bisschen kalt jetzt gerade, so um 5 Uhr morgen. Oh. Also irgendwo müssen doch Banditen sein hier im Wald. Ah, mal nach Tier, da war ich noch nie mit euch hier. In diesem Let's Play. Glaube ich, schätzungsweise. Vielleicht mal kurz durchgegangen, als wir die Nords angehört haben. Scheinbar ist hier nichts. Aber wieso verlieren die denn? Die haben... Ey, die haben... Huskarls. Nichts zu kaufen. Aalspieß. Ich bin langsam auch infiziert mit diesem zwei Bedeutungen Wörter. So ein Streitkoppen wäre schon nicht schlecht, aber er ist unausgewogen, ist schwach, hat eigentlich alles. Wieso ist ein Landsknechtspieß zweihändig und ein langer Bartisch Stangenwaffe? Das macht keinen Sinn. Das ist genau widersprüchlich. Ich will Handschuhe, ich habe immer noch keine Handschuhe.
Säue, Brot, teuer. 40, 60 Stück. Fast 60 Kohle. Hi, du. Also gut, dann gehen wir Banditen jagen. Ich wette, die sind wieder dort. Nein, die sind jetzt hier. Mal kurz überlegen. Die Banditen, die hauen ab. Wo gehen sie hin? Wieder hier hin? Sie sind doch dumm. Die ganze Zeit upgraden. Ich mache aber nicht mehr aus Fußsoldaten. Die können von mir halt. Boah, es sind viele entlassen worden. Ich werde langsam wirklich richtig schwer arm. Oh. Nein. 1, 4, 1, 5, 5, 5, 8. Schade. Weil die im Wald waren, waren sie langsam. Da könnten Banditen sein. Sind die überhaupt hier vorzufinden? Ich glaube eher nicht. Ich denke, die sind hier. Gehen wir kurz nach Suna. Da sind sie wieder. Ihr habt 9 und seid so schnell. Boah. Haben keine, gell? Da ist ja noch einer. Der will nur etwas uns beibringen, singen. Ja, oh, Kriegsbogen stark. Boah, ich will den. Ist gerade nicht so viel, dass ich mir leisten kann, hä? 44, ja, sorry, ich muss hier auffüllen. Wenn ich bankrott bin. Ich habe kein Geduld jetzt gerade, wenn es um den geht, Moral. Graf Ries. Bist du immer noch Marschall? Nein, glaube ich nicht. Oder? Doch, er ist immer noch Marschall, er wurde ja nicht geändert. Oh. Ich muss seit einem Tag auf Schokolade verzichten. Das ist richtig nervig für mich. Die Sportler essen irgendwelche Vitaminriegel oder sonst irgendwas, was richtig Vitamine gibt. Und ich esse Schokolade, um fit zu sein. Ist für mich irgendwie der beste. Okay. Läuft bei euch. Ich bei euch nicht, hä? Ja gut, hä? Wird immer noch belagert. Pech. Ich gehe rein. Die Mathild, die ist nicht bei uns drin. Wieso bist du... Bist du zicki, hä? Ich nehme dich nicht mit. Wenn ich genau weiß, dass ich Streit machen werde mit jemandem, dann habe ich ja auch diesen Zettel. Es ist halt einfach langsam schwer, irgendwas zu finden, was ich auch leisten kann. Gibt es hier billige Handschuhe? Nein, da. Das ist gut. Ich mach mich wirklich, ich bring mich in den Ruin. Perfekt. Schaut euch das an, wie das aussieht. Wie eine Mafia. Ich habe einfach nur Handschuhe. Ich will so richtig fette Plattenhandschuhe. Es gibt doch irgendwas, was uns besser macht in der... im Tragen von Rüstungen.
dass wir einfach nicht mehr so behindert werden durch das Tragen von Rüstung. Hey! Die jage ich jetzt, bis ich sie habe. Ich wette, die haben irgendwas gestohlen. Das geht mal gar nicht, hä? Ja, okay. Wir erreichen sie wahrscheinlich nicht. Doch, wir erreichen sie. Ich mache den Kampf noch. Ich mache ein Part länger. Dank diesen Banditen, dass sie mich so böse angemacht haben, werde ich sie jetzt bestrafen. Hey, lasst mich durch. Ich bin doch der Anführer. Ihr müsst mir freies Geleit. Ich wurde von diesen... Ich werde einfach mal blöd angemacht. So, die müssten jetzt irgendwo hier hinten sein, oder? Da sind sie. Komm. Los. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben ein wichtiges Video zu beenden, deshalb müssen wir jetzt richtig durch. Kein Schaden. Wieso kill ich die nicht? Danke. Ich habe aber angefangen. Endlich, hey! Ich habe wieder extra schlecht gespielt, damit die Banditen, meine Mitkämpfer die Erfahrung bekommen. Ich werde euch bestrafen, dann nehme ich euch mit. So. Da muss ich leider schon wieder aufhören aufzunehmen. Schade. Aber ja. Ist egal. Gut, dann haben wir nächstes Mal. Dann halt irgendwas vor, vielleicht wieder ein Turnier. Auf jeden Fall brauchen wir Geld, aber ja. Banditen jagen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, wenn ihr wollt. Tschüss.